der 19.09. Kann es ein schöneres Datum zum Liga-Auftakt für den Ballspielverein Borussia von 1909 geben? Wohl kaum. Der Saisonstart mit dem Borussenduell, das Feiertagsmagazin natürlich mit Nobby. Es geht wieder los. Die Bundesliga ist zurück. Ihr Fans seid wieder zurück. Das ist sicherlich die schönste Nachricht der letzten Tage, Wochen, vielleicht auch Monate. 10.000 dürfen in unser Stadion. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Dass das nicht mehr sind, ist natürlich auch verständlich. Aber ich denke, mein heutiger Gast wird mir da auch zustimmen. Thomas, hallo und direkt mal die erste Frage an dich. Wie hast du auf die Meldung reagiert, dass jetzt wieder Zuschauer ins Stadion dürfen? Ja, ich glaube, das freut uns alles sehr, sehr viel. Das ist hoffentlich ein großes Unterschied von die normalerweise ganz leer und ein bisschen traurige Stadion. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt jetzt fast ein halbes Jahr ohne Fans gespielt und das ist ja schon eine ganz, ganz lange Zeit. Glaubst du, oder was glaubst du, wie sich das anfühlen wird, wenn ihr ins Stadion eingelaufen kommt mit den Zuschauern auf den Rängen? Die Freude wird doch sicherlich sehr groß sein, oder? Ja, klar. Ich denke, es wird immer noch ein bisschen besonders, weil es schon ein großes Stadion, Signal Iduna, und nur mit 10.000 ist immer noch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, wenn das Spiel fängt an und die Leute sind laut und sowas, dann sind wir viel näher, als was wir normalerweise kennen als Profifußball. Vielleicht ist es aber auch gut, dass wir jetzt oder dann nicht wieder alles verstehen, was ihr euch da an den Kopf werft. Oh ja, natürlich. Ich kümmere mich immer noch ein bisschen über, was ich sage im Moment. Da kann ich mir vorstellen, das ist schon ein bisschen ungewohnt. Wir alle fiebern natürlich dem Saisonstart entgegen, vor allem mein heutiger Gast, der hochmotiviert in die neue Spielzeit geht. Frei nach Jürgen Markus, eine neue Saison ist wie ein neues Leben. Das gilt besonders für Thomas Delaney. Im BVB-Debütjahr noch Derbyheld, erlebt der Däne unlängst eine, laut eigener Aussage, Saison zum Vergessen. Von Verletzungen geplagt kommt er lediglich auf 14 Einsätze, weniger waren es nur in seinem allerersten Profijahr 2009. Die Konkurrenz in Dortmunds Schaltzentrale immer größer, Wechselgerüchte in der Sommerpause immer lauter. Aber Thomas Delaney ist noch da, und jetzt sogar in den Mannschaftsrat berufen worden. Es zeigt, der 29-Jährige spielt weiterhin eine große Rolle beim BVB mit weiterhin großen Zielen. Ja, Thomas, wir haben es gerade gesehen und auch gehört, eine schwierige Saison liegt hinter dir. Was bedeutet es dir, dass du trotz alledem in den Mannschaftsrat berufen wurdest? Das freut mich. Wie gesagt, das war hart gestern. Letztes Jahr viele Verletzungen, lange Zeit auf der Tribüne und endlich wieder zurück und gesund. Und ja, das ist immer wichtig für mich, auch eine gute Position zu haben in Mannschaft. Dann wird es natürlich sehr schön, dass ich wieder dabei seid mit dem was heißt das? Mannschaftsrat. Mannschaftsrat, ja, ganz klar. Das ist eine wichtige Funktion. Es sind ja nicht alle Spieler drin. Wir kennen dich als sehr ehrgeizigen Spieler, als einen, der auch mal richtig zur Sache geht. Mit welcher Motivation, mit welchen Zielen gehst du denn in die neue Saison? Was hast du dir vorgenommen? Erstmal am Anfang muss ich ehrlich sagen, Gesundheit ist wichtig. Wenn man so ein halbes Jahr auf der Tribüne sitzt, dann wird man einfach gerne gesund sein. Und das hoffe ich natürlich. Und dann natürlich eine große Rolle zu spielen, viele Spiele und erfolgreich. Ja. Die Mannschaft ist fast zusammengeblieben, Thomas. Sie wurde zusätzlich verstärkt. Wie bewertest du die Qualität des Kaders? Die Qualität ist super groß. Ist natürlich wichtig auch, dass wir die Top-Spieler und die Top-Talenten behalten, so lange wie möglich für unsere Ziele zum Erreichen.
Und dann, in Dortmund jedes Jahr kommt neue Spieler, Top-Talente natürlich, wie Jude und auch Spieler mit großer Erfahrung wie Emre. Und das kann natürlich ein bisschen schwer sein für alle. Das gibt mehr Spiele für weniger Minuten, aber als Mannschaft ist das super wichtig, dass wir immer Konkurrenz hatten und alle sind top motiviert. Da du immer schon ein Top-Fighter warst, mache ich mir um deine Person jetzt eher gesagt weniger Gedanken. Also das wird schon alles funktionieren. Thomas, wir haben über die Social-Media-Kanäle angefragt und gebeten, dir ein paar Fragen zu stellen. Und da sind wirklich ein paar schöne bei rumgekommen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Medakuk von Twitter hat gefragt, was am Fußball ist es, was dir die größte Freude, den meisten Spaß bereitet? Tore Ich verteidigen, glaube, Tore schießen, Leute umhauen. es gibt viele Dinge. Jeden Tag machen, was ich liebe. Die Umkleidung, die Stimmung da ist wichtig. Aber in einem Spiel am Wochenende einfach die Gefühl im Umkleidung nach dem Spiel mit einem Sieg. Das glaube ich, am Ende ist das stärkste Gefühl. Lavezuma hat auf Twitter gefragt, wie findest du es, dass der BVB, jetzt bin ich aber gespannt, Thomas, eine Frauenmannschaft für den Fußball gründet? Das ist gegründet? Ja. Geil. Das wusste ich gar nicht. Letzte Woche. Ich wusste, das ist schön. Ich wusste, das geht natürlich Handball auch für Frauen. Aber nein, ich sehe das in Deutschland als ganz groß, auch im Vergleich im Dänemark, wo wir auch super Spielern haben, wie Ja. Pernille Harder und sowas. Ist ja sehr bekannt, das stimmt, richtig. Das hoffe ich. Ja. Aber das finde ich super geil. Ne? Ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung im Fußball, dass Frauenfußball mehr wie sagt man, Anerkennung, ist das ein Ja, Wort? Anerkennung ist Okay, okay. gut. Ich kann einfach etwas probieren. Bekommt und auch die werden auch besser und besser, das sehen wir schon. Thomas, jetzt kommen wir zum Zweikampf. Und unsere Redaktion hat sich natürlich wieder mal Gedanken gemacht, hat sich was Neues ausgedacht. Neue Saison, neues Spiel. Und was wir machen, das erklären wir dir jetzt. So, Thomas, es gibt jetzt jede Woche eine neue Spielwand. Das hat so ein bisschen was von Jeopardy. Zu sehen sind da drei Kategorien mit jeweils drei Aussagen, die unterschiedliche Punktewerte haben. Oben ein Punkt, in der Mitte zwei und unten drei. Jeder von uns wählt drei Aussagen aus und nächste Woche sehen wir dann, wer mehr Punkte eingefahren hat. Jede Aussage darf nur einmal ausgewählt werden und Thomas, du bist natürlich heute mein Gast, mein erster Gast im Jahr 2020/21. Du darfst natürlich beginnen. Dir liegen die Täfelchen vor und ich bin gespannt, was du dir als erstes aussuchst. Ich überlege, weil es gibt auch ein bisschen Taktik drin, ne? Ja, ist selbstverständlich. Also, du kannst nicht immer so die einfach nehmen, die mit einem Punkt, ne? Dann Ne, das wäre ganz gewinnst du gar genau. Du nichts, willst ja ne? gegen mich gewinnen. Das wird Ja, schon schwer aber das genug. ist normalerweise auch kein Problem, ne? Ne, hast du überhaupt schon mal gegen mich gewonnen? Ich habe nie gegen dir verloren, glaube ich. Das ist Oder? das dänische Selbstverständnis. Frag mal die Jungs. Nee, lieber nicht. Okay, ich gehe von Anfang Gas. Es kommen über 9.999 Zuschauer. Sagst du? Okay. Ja. Das kannst du sagen, hast du hiermit getan? Ich glaube es nicht. Nein, nein, alles gut. Ich bin nicht nur Thomas Delaney-Fan, ich bin auch noch Gio Reyna-Fan. Und ich sage, Gio macht sein erstes Bundesligator. Jetzt bist du wieder dran. Okay. Die dritte im Spiel mit gelbe Karte, das wäre schwer, ne?
Wenn ich spiele, dann bin ich fast das, überzeugt. Das ist ein unmögliches Unterfangen, Thomas. Okay, ich gewinne über 60% die Zweikampf. Okay. Und da ich natürlich von dem Sieg überzeugt bin, sage ich, die Mannschaft feiert vor der Süd. Und jetzt dein letztes. Und hinten steht die Null. Und das hinten bedeutet, steht die Null, sagst du. Und ich freue mich jetzt schon drauf zu sagen, Tor für Borussia Dortmund. So, damit haben wir es festgelegt. Thomas, ich bin natürlich gespannt, welche Vorhersagen wirklich eintreffen nächste Woche. Gladbach, das wissen wir, wird natürlich schon direkt beim ersten Spieltag ein richtiger Gradmesser. Deshalb komme ich nochmal zurück auf die Fans. Thomas, auch wenn es nur rund 10.000 statt der 80.000 sind, was wünschst du dir von den Fans morgen? Ich glaube, es ist größer für die Fans natürlich dabei zu sein. Und ich hoffe einfach, dass die sich freuen und wir ein schönes Ergebnis bekommen und dass wir am Ende auch zusammen feiern können. Ich werde auf jeden Fall vorm Spiel alles geben, Thomas, dass die 10.000 Krach machen wie 80.000. Da können wir ja vielleicht in den nächsten Spieltagen, wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, eine Challenge rausmachen. Welches sind die lautesten Fans hier im Signal Iduna Park? Spieltag 1, 2, 3. Wir schauen einmal. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib bitte gesund, bleib uns noch lange erhalten. Schön, dass du mit dabei warst. Das war's vom ersten Feiertagsmagazin der Saison 2020-21. Vielen Dank, tschüss, bis dahin. Der Thomas und der Nobby. Tschüss.